Rücken Sie umgehend zum Bahnhof vor. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton 1 an Oberkommando gehen jetzt in Position. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. Katz, nach rechts. Wir müssen sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Geladen und bereit. Behalten Sie die Fenster da im Auge. Einsatzbereit. Infanterie um 12 Uhr. MG-Feuer eröffnen. Sie haben es gehört, Kerz. Vorrücken. Jawohl, Kommandant. Sherman, Sie rücken vor. Sie sind getroffen. Fahren aber noch. Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen alle amerikanischen Truppen ausschalten. Das war's. Die Panzer sind erledigt. Gute Arbeit.
Jawohl. Oberkommando hier, Anton 1. Befehl bestätigt. Rücken jetzt zum Ziel vor. Da ist die Artillerie. Wir haben hier eine Menge Gegner, Kommandant. Gnade zu Schwäche. Ich werde meine Mutter stolz machen. Die Panzerung hat den Schuss einfach abgefolgt. Feind zerstört. Artilleriestellung zerstört. Jetzt die andere. Wir haben hier eine Menge Gegner, Kommandant. Gnade ist Schwäche. Ich werde meine Mutter stolz machen. Verdammt knapp! Alle verbliebenen Panzereinheiten!
Treffpunkt vor und attackieren Sie alle Feindeinheiten, denen Sie begegnen. Danach drängen Sie die feindlichen Truppen aus der Stadt zurück. Herz. Ja, Kommandant. Langsam, Kerz. Nicht so dicht an die Mauern. Getroffen.
feindliche Panzer! Wie viele Panzer haben Sie wohl? Wir schaffen das. Sollen Sie nur kommen. Gefälligst an! Nur noch eine Sekunde! Er kann wieder raus! Wir leiden Schaden! Herz, fahren Sie weiter, sonst könnte der nächste Treffer der letzte sein! Wir werden es nicht schaffen! Schäden überprüfen. Jawohl. Statusbericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh, ja, dort nochmal. Sie sind zu wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh eingeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung. Bitte, Peter, ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann. Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Und das gilt für jeden hier.
ist Hauptmann? Wo ist der hin? Der desertiert. Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe! Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Bringen Sie uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Raus, los! Es geht! Nur eine Sekunde! Thank you.
Telefon, Stefan. Das ist jetzt echt kein guter Zeitpunkt. Können Sie es reparieren? Vielleicht. Dauert aber eine Weile. Was ist mit dem Panzerknacker? Herz, bringen Sie Stefan wieder zum Laufen. Ich schlage mich zu den Flugabwehrgeschützen durch. Du bist verrückt, Peter! Außerhalb des Panzers war die Welt unmittelbarer. Der Geruch von Blut und Tod. Ohne meine stählerne Hülle unterschied mich nichts von den Leichen in den Ruinen. Ich war keine gedankenlose, allmächtige Maschine, sondern einfach nur ein verwundbarer Mann voller Fehler. Thank you.
gefolgt. Sie sind getroffen, fahren aber doch! Ich denke, wir sind schon klar! Was soll das werden, Kerl? Tut mir leid, ist ziemlich holprig hier. Stefan ist kampfbereit, aber das Funkgerät hat den Geist aufgegeben. Fürs Erste kommen wir auch ohne zurecht. Bringen Sie uns zur vorgeschobenen Basis. Wir haben noch was zu erledigen. Das ist die Basis. Was jetzt? Geben Sie mir Deckung, wenn möglich. Ich suche die Dokumente. Shit! Bastard!